Halten wir jetzt Sulfur weitergehen. Sulfur. Sulfur. Aha. Dabei hilft es, einen Schaltplan zu zeichnen, dass ich mir zuerst so Gedanken machen kann, wie, wo, was hinkommt. Und dann brauche ich das nur noch durchführen und habe immer einen Plan dabei. Also bei der Elektrik zeichne ich mir immer einen Plan. Das ist für mich einfach leichter und einfacher. So, es ist jetzt alles verkabelt, angeschlossen. Verlötet. Der hintere Schalter ist jetzt mal provisorisch auf 1. Da kommt dann eben noch ein Zwischenschalter ein, dass ich die zwei extra einschalten kann. Normal soll es funktionieren. Nochmal, River! Fuck! Die war nicht ganz gescheit verlötet, der ist losgegangen. Das habe ich jetzt behoben. Und Test Nummer 2. Aha! Die Vorhänge sind gerade gekommen. Jo, du fragst dich gerade. Sie müssen aber ins Auto. Ja, weil wir was Fancyes gebaut haben da unten. Morgen. Heute ist der Plan, hier oben auf der rechten Seite ein Regal reinzumachen mit Fächer. Das soll von hier 20 cm vorgehen und nach oben. Von dort kann man dann reingreifen. Für links und rechts habe ich ein Problem und eine Lösung. Und zwar, es geht nämlich schräg rauf und Rundungen und trara hin und her. Und dafür muss ich Holz zuschneiden. Und da man das irgendwie nicht messen kann, habe ich mir mit Schablonen beholfen. Die habe ich aus Karton ausgeschnitten, so lange herumgepasst, bis sie eben passt. Die schneide ich jetzt aus Holz. Und dann schauen wir uns an, ob das was wird. We'll be right back.
einen Tipp kann ich euch mitgeben. Wenn ihr Kabeln kauft, schaut drauf, dass die mit Plus und Minus immer gekennzeichnet sind. Meine sind schwarz und wenn man das Kabel so durchzieht, weiß man einfach nicht mehr, was Plus und was Minus ist. Das musst du jedes Mal kontrollieren, bevor du es anschließt. Das ist so viel mehr Arbeit. Also, Kabel mit zwei verschiedenen Farben, rot und schwarz oder was Streifen hat, irgendwie markiert auf jeden Fall. Jetzt sind wir gerade mit dem Bettbau fertig geworden. Kommen wir zum Aufklappen. Das Bett ist fertig. Und Schnurli, gefällt dir? Wir haben heute die erste Nacht im fertigen Bett. Wunderschön. Oh, es schaut so gemütlich aus. Ja, ist es auch.